Leute. Und hallo, ich bin's mal wieder. Wie ihr seht, sitze ich gerade in der Notfallaufnahme. Ich habe eigentlich seit ein paar Tagen schon Herzschmerzen, also Richtung Herz. Und eben auch Dienstag oder so hatte ich ja, wie ich ja gesagt, Luftnot. Und dann habe ich eben Schmerzen Richtung Herz und Hand gehabt, links. Ne, und habe das jetzt ein paar Tage und aber ging wieder weg. Aber jetzt habe ich das durchgehend. Da ist mir war mir sicher gewesen, hatte ich eher ein besseres Gefühl, wenn ich ins Krankenhaus fahre. Und bin ich jetzt nach Frankfurt gefahren ins Krankenhaus. Ja, und sitze jetzt und warte mal gucken, was die sagen. Ich will hoffen, dass da nichts ist, weil ich habe so eine Schiss von nicht, dass sie meinen Stent oder so setzen, was ich nicht hoffe. Hoffentlich, das EKG sagt nichts. Sagt einwandfrei oder so, der Blutentnahme. Alles in Ordnung und das will ich nur mal hoffen. Hier jetzt auch in dem Krankenhaus sind sehr viele Corona-Fälle. Mein Mann darf hier nicht rein, ist nicht erlaubt. Mal schauen, was die sagen. Jetzt warte ich erstmal. Ja, ich habe eine andere Maske, muss man eine andere Maske aufsetzen. Aber mal gucken, was die sagen. Bis später. Ich bin immer noch im Krankenhaus. Ich wurde jetzt nach oben geschickt im Bereich für Corona-Patienten. Ja, weil ich noch Schnupfen und ein bisschen Husten habe. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich nicht. Aber mal schauen, wenn die mich jetzt holen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Es ist so blöd alles so. Keine Ahnung, aber ich mache mich nicht verrückt hier. Vielleicht ist da ja nichts. Ich will nur hoffen, dass ich keinen Test wieder kriege. Und wenn, dann nur durch den Rachen. Wenn überhaupt. Dass ich nur einen Test durch den Rachen kriege. Ja. Ich halte euch auf den Laufenden. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Also ich war jetzt gerade beim Kardiologen. Die Werte sind also normal. Also es hat sich nichts verschlechtert. Da ist was auffällig ist, das war aber vorher schon. Habe jetzt noch meinen neuen Termin für Juni, Juli, ja genau. Ja, das ist aber gut, da bin ich echt froh und erleichtert, dass er nochmal drauf geguckt hat auf den Befund. Und jetzt gehe ich nach Hause. Okay, das wollte ich zum Abschluss mal sagen. Denn bis zum nächsten Mal. Salam alaikum, bye bye. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und immer schön Abstand halten. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye bye. Assalamu alaikum. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Hoffentlich, ja. Genau so. Wir haben heute ja Sonntag. Ich wollte euch mal wieder ein Update geben von mir. Also, wie es mir jetzt so geht. Man mag gar nichts mehr sagen eigentlich. Aber ich habe darüber auch nicht ein Video, habe hier noch nicht reingestellt, aber ich war vergangene Woche, wenn wir mal anfangen wollen. Ich fange mal da an, wo ich vergangene Woche war. Ich habe vergangene Woche richtig Herzprobleme gekriegt. Also davor schon am Dienstag, Mittwoch hatte ich Herz. Nicht wundern, ich mache mir gerade eine heiße Zitrone. Hatte ich schon Herzprobleme, also ich hatte Herzschmerzen. Zuerst hatte ich am Dienstag, Mittwoch, habe ich ja gesagt, diese Luftnot und den Herzschmerzen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, und dann, jetzt am vergangene Woche Sonnabend, habe ich auf einmal Herzschmerzen gekriegt. Aber richtig doll. Das war nicht nur so ein bisschen, sondern fast den ganzen Tag durch. Bis abends und habe ich nachher gesagt gehabt zu meinem Mann, nach dem Einkaufen, wir fahren mal ins Krankenhaus. Also wenn wir eingekauft haben, habe ich so gesagt, dann fahren wir mal ins Krankenhaus und abzuschecken, was da ist. Weil ich muss auf Nummer sicher gehen. Ich habe, ja, wie die meisten wissen, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe. Obwohl ja mein Kardiologe sagt, da ist nicht so, also es ist nicht so, wie soll man sagen, ist alles in Ordnung, ist ja eigentlich auch, aber
durch Corona muss man doch schon ein bisschen drauf achten, ne? Weil ich hatte das eigentlich so noch schon lange nicht mehr gehabt. Ich hatte schon mal, aber schon lange nicht mehr gehabt. Und deswegen habe ich mir da schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe schon gewusst, dass es kein Infarkt ist, weil ein Herzinfarkt sieht anders aus. Jedenfalls, wie gesagt, bin ich mit meinem Mann dann nach Frankfurt ins Universitätsklinikum gefahren. Und dann haben wir, mein Mann durfte nicht mit rein, weil da gibt es sehr, sehr viele Fälle in diesem Krankenhaus. Da musste ich auch ganz schön lange warten. Ich habe davon auch ein Video gemacht, das mache ich mit rein. Und ja, dann kam ich irgendwann, ja, zuerst haben sie ja mich, da habe ich auch ein Video, ne? Also mich extra, weil ich ja schon Corona hatte. Und eben wurde rot, habe ich so eine Karte gekriegt, da gibt es rot und grün und ich hatte rot, also, ne? Und ja, da musste ich extra sitzen, nicht wo die anderen sitzen. Und naja, aber dann hat sie herausgestellt, dass es doch nicht und jedenfalls kein Test, aber eben zur Vorsichtshalber Maßnahmen wurden eben bei mir gemacht, ne, sozusagen. Ja, und dann hat man ein EKG gemacht. Das EKG, das ging zuerst gar nicht so richtig, hat nicht richtig funktioniert. Ob das überhaupt jetzt ausschlagkräftig gewesen ist, weiß ich nicht. Ich war ja. Ja, und dann haben sie noch Blut abgenommen. Hier, diesmal aus der Hand. Bei mir, das ist, ich habe einmal hier, wo ich die Dings gekriegt habe, wurde hier gemacht. Das Kontrastmittel, das haben sie ja richtig, weil sie keine Venen gefunden haben sie richtig, war richtig blau. Und jetzt habe ich das, und das habe ich jetzt schon seit einer Woche. Ehrlich, seit einer Woche, das geht. Mein Mann sagt, ich soll da Olivenöl drauf machen und dann ein bisschen reiben und so. Ja, naja, gut, dann hatte ich das und dann war ich ja, wollte ich am Montag zu meiner Hausärztin leider. Hatte sie, gab es da also jetzt hier ein Trauerfall in der Familie und ja, und dann habe ich den Termin morgen. Ja, und dann, was soll ich sagen? Ja, gestern. Ja, genau, und dann hatte ich ja, gestern hatte ich auch schon wieder so ein bisschen Herzprobleme. Also ein bisschen, das ging aber wieder weg. Und jetzt habe ich hier, fangen meine Lymphknoten an, dick zu werden. Seit gestern. Ich habe gedacht, was ist das? Ich habe hier so, ist so dick hier. Was, ne? Und ich habe auch rote Augen. Und das mit der, Gesicht, also dieser Aufschlag oder was ist das? Das werde ich morgen auch ansprechen. Geht einfach nicht weg. Es geht nicht weg. Ich weiß nicht, was das ist. Das auch unter den Lippen. Das habe ich jetzt ja schon so lange. Es geht einfach nicht weg. Ich muss das unbedingt ansprechen morgen, wenn ich im Krankenhaus, also im Krankenhaus, wenn ich bei meiner Hausärztin bin und mal nachfragen, was das sein kann, weil ich bin gegen nichts allergisch. Ich nehme keine Tabletten, kein gar nichts. Das kann ja bloß Reaktion auf Covid sein. Und wie gesagt, habe ich dann eben hier das gesehen. Ich habe gedacht, meine Lymphknoten, das auch noch. Ja, und ein bisschen Halskratzen habe ich ja auch. Ich will mal nicht hoffen, dass das dass da noch andere Symptome zukommen. Es gibt ja so viele Nachtsymptome, also in Nachwehen sozusagen, mit Müdigkeit, also Abgeschlagenheit, so richtig, dass man also 20 Stunden am Tag schlafen kann. Und dann eben diesen Geruchs- und Geschmacksverlust, ne, den gibt es ja auch. Kann man aber auch danach bekommen. Und davor habe ich schon ein bisschen Muffensausen, muss ich sagen. Also ich bin auch nicht jemand, der immer jammert oder so. Eigentlich nehme ich das so locker hin, aber ich habe einfach, man hat einfach so, das sind jetzt 8 Wochen, 2 Monate, wo man eigentlich irgendwie auch gar keine richtige Lust mehr hat. Man denkt, man wird langsam, geht das weg, dann kommt immer wieder was Neues dazu. Und das ist ja das Schlimme. Man sollte einfach Corona nicht so unterschätzen. Man sollte diese Krankheit, diesen Virus nicht so unterschätzen.
Ehrlich, das sollte man einfach nicht. Und ich habe es ja eigentlich nie unterschätzt, so richtig. Nee, aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwie, dass ich es mir einfangen kann, weil ich war so vorsichtig. Ich habe es ja schon öfters gesagt. Ich habe echt immer aufgepasst und alles. Und trotzdem habe ich es gekriegt. Trotzdem habe ich mich irgendwo bei meiner Mutter in Schwerin infiziert. Aber ich habe keine Ahnung wo. Aber es ist mir jetzt auch egal. Jedenfalls. Da gibt es so viele Nachwirkungen, die von durch Corona kommen. Und das ist so heftig, das ist so heftig. Viele haben Durst, die trinken wirklich richtig, die können nur trinken, 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 trinken. Der Mundraum, das ist bei mir meistens auch, aber ich habe dieses Durstgefühl nicht. Ich hab dieses Durstgefühl nicht, wenn mein Mund nachts wird, ist er meistens auch trocken. Ne? Und dann trinke ich ein bisschen was, so dass ich den Mund, dass ich meinen Rachenraum, also meinen Mund befeuchten sozusagen, dass da, ne? Aber viele, die können einfach nur trinken, die haben so, die schreiben, die trinken nur die ganze Zeit, die können die ganze Zeit trinken, die haben so viel Durst. Und wie gesagt, mit den Schlafen, ne, 20 Stunden am Tag. 20 Stunden, die sind so kaputt, der Körper ist so geschafft von den Viren, von der Infektion. Das ist so heftig, das ist so krass, das muss man sich mal. Das ist, nee. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich möchte echt, ich möchte und ich will ja, ich muss dazu sagen, ich will am Dienstag zu meiner Mutter fahren, weil sie hat am 14. Geburtstag und weil keiner kommen kann durch die ganze, jetzt durch das alles. Und meine Mutter soll nicht, sie war schon zu Weihnachten und Silvester alleine und jetzt noch wieder alleine sein, das möchten wir, wollen wir ja auch nicht antun. Ne? Und meine Kinder, also sind ja auch, die können da nicht, da muss ja nur einer fahren, das ist ja auch blöd. Aber so fahre ich. Ich will, Alhamdulillah, hoffentlich wird das besser. Ach so, was ich noch sagen wollte, und Rückenschmerzen hatte ich auch. Ich hatte richtige Rückenschmerzen, nicht Schmerzen. Ich hatte so ein Brennen im Rücken, aber ich habe keine Tabletten genommen, sondern ich habe mir jeden Tag, das waren 4, 5 Tage, habe ich mir eine Wärmflasche gemacht. Nachts, wenn ich schlafen gegangen bin oder davor schon beim Fernsehen gucken, wo ich gemerkt habe, da habe ich mir eine Wärmflasche gemacht und das hat super geholfen, weil ich bin nicht so jemand, der immer nur Tabletten nimmt. Dann versuche ich nämlich erstmal irgendwas mit Wärme. Und wenn das nicht klappt, dann nehme ich eine Tablette. Aber sonst eigentlich gar nicht. Und gestern fing er auch so ein bisschen wieder am Kopf. Also ich habe so, aber nur ein bisschen, das ging. Und deswegen habe ich mich danach hingelegt und dann ging es wieder. Naja, okay, ich hoffe, euch geht's gut. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Und dann bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich mache ich noch ein Video, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum, bye bye.